capo valore poterlo. Was ein Trara! Wir sind ja fix und fertig, trotzdem sind wir jetzt da. Die Bilanz. Mein Babette und ich, wir waren erschüttert, ein Fresskopf von ohne mit Holzwolde füttert. 50 Jahre Ehe, wir sind doch mit Gängel, da kriegst du Papsche mit trockenen Händeln. Ohne Halpänche vom Metzger, das hat uns gewundert. Ich glaube ganz, es gibt der erst bei 100. Also dieses Gewächs, vor 50 Jahren gefreit, da war ich ein Held und immer bereit, mein Puppet so treu und so bieder, kam die richtig hoch. Dafür öfter Lieder. In den Stand der Ehe wurd ich damals gebeten. So bin, wie man so sagt, hinein ich getreten. Ei, damals hab ich doch nicht im Traum daran denkt, was nach 50 Jahren so alles an ihm hängt. Auch noch an mir, du Weib ohne Tadel, echte, uralte, ellere Burgruinenadel, ein Obdachlosen des Schlecht erst bester Grad, sehr ordinär, aber mehr von der vornehmen Art. Geh doch fort, ein Vater, der wird doch nie mehr genannt. Meine persönlich. Den hat doch dein Mutter nur flüchtig gekannt. Der war, wie man hört, recht lustig und munter. Wie du auf die Welt kamst, da tauchte der unter. Ja. Wer so Russel doch im Dorf geblieben. Das wär besser für dich und für mich und für Dirich an der Hand. Schöner Playboy, du wirst nie ein Krampfer sein. Wärst du Dussel doch im Dorf geblieben. Das wär besser für dich und für mich und für Dirich an der Hand. Das vergisst man ja nicht mehr. Hab ich sie gefreit und sie freut sich noch immer. Ich wollte damals, geht mir doch fort, eine Frau unterhalten und kam nie zu Wort. Vor einem halben Jahrhundert, denk ich heute zurück, da war unsere Hochzeit ein Tag voller Für dich vielleicht. Um 9 Uhr war Trauung und wir zwei, ein Paar. Wär's um 11 gewesen, wären's heute 58 Jahre. Das stimmt. Bei der wichtigsten Frage tritt mich mein Babbel ans Bein. Bist du gewillt? Na, dann sag mal nein. Hätte ich ihr damals zuwider gehandelt, hätte die mein Zylinder glatt in ein Schallblatt verwandelt. Ein Festgelage folgte. Was haben wir gelacht? Aber dann wurde es ernst. Es nahte die Nacht. Ich hab mich gefreut. War eingestellt auf alle Finesse. Doch der,
der hatte das alles vergessen. Bayer! Ich hab viel getrunken, konnte wie durch den Schleier nur sehen. Ich habe ja zwei Frauen im Bett drin gehabt. Mein Verstand tat sich melden und zu mir sagen, die Gabi in der ersten Nacht kommt überhaupt nicht in Frage. Raus. Bevor die begann, war die ja schon aus. Da half kein Gejammer und auch kein Gemecker. Der Einzige, der auf Sex eingestellt war, war auf dem Nachttisch der Wecker. Aber am nächsten Tag, da war ich lieb und nett und brachte dir das Frühstück ans Bett und dann erst im Bad. Tat ich dich entzücken. Ich seifte dich ein und schrubbte dein Rücken. Hör doch auf mit dem Frühstück ans Bett. Ja. Ei, so weit bist du doch gar nicht gekommen. Du bist doch ausgerutscht und unterm Tiefloch unterm Bett angekommen. Hör doch auf. Flieg wie ein Tiger, bin so stark wie ein Tiger und so groß wie eine Affe, so hoch, so hoch. Und ich spring immer wieder und ich spring zu dir rüber und ich nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. La 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 la. Doch heute sind wir 50 Jahre in der Mann schnauft auf der Treppe. Für Herz, Kreislauf, Nieren, für alles braucht man Tablette. Mein Babbelchen nimmt jetzt so grüne mit so dunklen Rändern, die tun bei ihrem Luftdruck die Windrichtung ändern. Jetzt hör doch auf mit den Sprüchen und den Gezähne. Gute Entlüftung, all die ist was wert, die braucht doch heute jeder. Denn eins steht fest und außer Frage. Wenn das nicht mehr klappt, dann hast du Schmerzen im Magen. Ja, da ist ja nicht ganz verkehrt. Aber so ist es halt nach 50 Ehejahren. Wenn nur noch über die Wege und Krankheiten geklagt für wahr. Wie viel Tablette musst du heute nehmen, um den Tag zu überleben? Jo. Ja. Jo, so die ganze Zeit. Wenn ich dran denke, jo. Vor 50 Jahren, dass alles einmal anders war. Ja. Empfange hab ich ihn nach seiner Arbeit im Necklichet. Heute gehe ich im Flanellnachthemd von Schießer ins Bett. Aufgelegt hatte sie Parfümchen mit erotischem Duft. Heute liegt der Gestank von der Rheumasalm in der Luft. Die du brauchst. Früher hatte sie strahlenweise Zähne. Und kannst du sie im Wasserglas auf dem Nachttisch hier ansehen? Ja, ja. Ja, ja, Tony, halt ja, ja. Ja, 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 ja. So ist es halt, ja. Mein lieber Karl. Nicht, da 50 Jahre nicht mehr alles neu sein kann. Früher, da warst du auch noch stramm und munter. Und heute hängt so das eine oder der andere an dir herunter. Bösartiges Weib. Ich hab dich in jungen Jahren auf Händen abends ins Bettchen getragen. Heute
bestimmt nicht mehr gehen. Denn guck ich genau hin, sehe ich jetzt, was du für Jahresring hast angesetzt. Den Wiesbaden der Stadtplan kann man uns schwer sehen. Erster Ring, zweiter Ring. Könnt ihr meine Frau ja nicht? Du altklapperisch Gestell, du bist auch nicht mehr das neueste Modell. Denkst wohl, nur weil du Zucker hast, du Typ, du wärst süß und die Damenwelt hätte dich lieb. So ist es. Du bist doch wie ein Aaletisch, hölzern, schepp. Unwackelig. Ach, Rosie, du hast ja recht. Nur, endlich hab ich mal. Ich sehe es ein. Aha. Lieber 50 Jahre zu zweit als immer allein. Drum bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Komm, mein Schatz, wir tun uns wieder vertrauen. Och, das ist eine gute Idee. Ach, nach 50 Jahren ist es mit dir noch schön. Oh. Auf Anstand, Ehrlichkeit und Vertrauen kann man schon 50 Ehejahre bauen. Zum Schluss wollen wir noch einen gemeinsam trinken, bevor wir für immer von dieser Bühne verschwinden. Denn Trübsal zu blasen ist niemals am Platz. Drum erhalt euch den Frohsinn und merkt euch den Satz. Mit Witz und Humor, mit Freude im Haus, dann hält eine Ehe ein Leben lang aus. Das wäre zum Schluss unser Rat, merkt euch genau. Wir wünschen viel Spaß noch, macht's gut und hello! Es ist Zeit zu gehen, wir danken euch für all die Jahre. Auch wenn es weh tut, es ist Zeit zu gehen, denn es am schönsten ist nicht. Es ist Zeit zu gehen, wir werden euch im Herzen tragen. Auch wenn es weh tut, es ist Zeit für uns zu gehen, wenn es am schönsten ist. Es ist Zeit zu gehen. Macht's gut! Echte närrische Limburger sind niemand anders als unsere Gastgeberin, die Maggie Erdmann und unser Präsident, der Albert Keller. Liebe Maggie, wenn dir der Abschied ganz so schwer fällt, ein kleines Dankeschön, ein paar Blümchen. Dankeschön. Die Albert, du kannst dir nachher an der Tee, du siehst den Schnaps, gell, der gibt dir auf meine Fäschung. Geht schon die ganze Zeit so. Sie staubt ihm ab, die Küsschen alles, ich kann ja schon die ganze Küsse. Das glaube ich. Auf das Amazon, gleich auch ein Foto. Wunderbar. Das stimmt. Ich spreche dich dann vor die Kamera, nur dass du Bescheid wirst. Alles klar. Ja, liebe
Liebe Lehrer, Sie haben es eben bei dem Abschiedslied gehört, die zwei werden sich dieses Jahr in diesem Dom von der närrischen Bühne leider trennen. So werden wir sie in den kommenden Jahren leider nicht mehr auf der Bühne gemeinsam auftreten sehen. Und ich hatte schon befürchtet, als ich den gesagt habe, machen wir gar nicht, woher ist er wieder? Oh, Gott sei Dank! Oh, Kerle, endlich ist es soweit! Da wollen wir schon wieder lang auf das hier. Es tut uns sehr leid, es tut Ihnen im Saal sehr leid. Und damit euch der Abschied und uns gemeinsam mit ganz so schwer fühlt, ich meine diese jahrelange tolle närrische Leistung, die auf der Bühne gebracht hat, heute Abend auch wieder. Ich meine, das hat nicht nur eine, es hat nicht nur zwei, es hat drei Raketen verdient. Und ihr wisst alle, wie eine Rakete geht. Erst rampeln wir mit unseren Füßen um den Boden rum. Dann klatschen wir um die Hände und dann rufen wir richtig schön. Oh. So, die Rakete hat drei Stufen. Stufe 1, Füße. Stufe 2. Stufe 3. Vielen Dank euch zwei. Und irgendwann auf Wiedersehen. Vielleicht als Einzelperson bei Ihnen auch hier auf der Bühne. Euch einen tollen Büttenmarsch in der Kapelle und Ausmarsch! Hello!